Buonasera, mia amici. Ich bin Laura Commentore und das ist die Rätselmafia. Wir finden uns im Haus des Reporters wieder, das über eine gigantische Panoramaglaswand im Wohnzimmer verfügt und offensichtlich an bester Lage befindlich ist. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie Carlos sich das mit seinem Gehalt als vermutlich freischaffender Journalist leisten kann, das ist ganz einfach, denn das Haus wurde auf einem antiken Indianerfriedhof gebaut und war deshalb günstig zu haben. Nachts fliegen zwar Fernseher und Toaster durch die Räume, aber die Familie hat sich damit arrangiert. Während Carlos also Kaffee macht, überlegt Yannix, ob er nicht vielleicht doch besser Architekt geworden wäre, weil irgendwo ein Buch über klassische bayerische Bauten herumliegt, das auf der Seite der Walhalla von König Ludwig I. aufgeschlagen ist. Mal ganz unter uns, das ist nicht gerade das, was ich unter klassischen bayerischen Bauten verstehen würde. Aber egal, Yannix sieht darin ein Omen, denn schließlich will er ja sterben und als aufrechter Deutscher geht er natürlich ins urgermanische Walhall, obwohl das, wie ich in einer früheren Folge bereits ausgeführt habe, mythologisch gesehen überhaupt nicht möglich ist. Hauptsache, Yannix kann ein bisschen darüber schwadronieren, wie gern er doch sterben möchte. Das haben wir ja nach alle noch nie gehört. Carlos bringt den Kaffee und meint, dass dieser Indianertrunk das Beste gewesen sei, was Kolumbus dort entdeckt hätte. Ihr entschuldigt mich kurz. Ich muss eben mal googeln, wann Christoph Kolumbus denn in Äthiopien gewesen ist, denn genau von da kommt Kaffee ursprünglich. Außerdem lässt sich Carlos über die Pyramiden und die Zeitrechnung der Inka aus und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der gute Mann verwechselt die mit den Maya. Zwar bauten die Inka auch Pyramiden, aber mal ganz ehrlich, so richtig pyramidig sieht das nicht aus, außerdem kennt es kein Schwein. Die großen, berühmten südamerikanischen Pyramiden, wie zum Beispiel diese hier, stammen von den Maya. Das sind übrigens auch die mit dem wichtigen Kalender. Nachdem wir den Exkurs über südamerikanische Völker, ihren Untergang und ihre intellektuellen Kompetenzen beendet haben, wenden wir uns dem wichtigen Teil zu, dem Inhalt dieses Datenträgers. Weil Angelika eine gute Frau ist, hält sie den Mund, während die Jungs sich mit der Technik beschäftigen und denkt stattdessen an ihren toten Ex-Partner und ihren toten Vater. Irgendwie wittert sie einen Zusammenhang. Die Jungs finden in der Zwischenzeit eine Buchse in der Spirale. Und Carlos hat sogar den passenden Stecker dazu. Und weil das jetzt erstmal gefeiert werden muss, gibt's Freibier für alle und dumme Trinksprüche. Man verschiebt sich also ins Arbeitszimmer und verbindet Datenträger und PC. Dummerweise ist der Datenträger passwortgeschützt. Aber das macht nichts, denn Carlos hat ein supergeiles Hackerprogramm, mit dem er diesen Code in kürzester Zeit knacken kann. Ich bin ziemlich sicher, dass das illegal ist, aber weil Carlos ja zu den Guten gehört, macht das nichts. Solange man ihm also ein paar richtige Buchstaben oder Zahlen gibt, kriegt er den Code geknackt. Und zum Glück weiß Angelika, dass ihr Ex-Partner all seine Passwörter mit Max begonnen hat. Das gibt Carlos nun also in das Programm ein und schmeißt es an. Daraufhin tut es matrixmäßig seinen Dienst. Weil Carlos seine Gäste unterhalten muss, labert er ein bisschen Unsinn und kommt schließlich auf die Rätselmafia zu sprechen und darauf, wie erfolgreich Yannix doch bei der Bekämpfung eben dieser war. Und dass sogar einige Leute in den Knast gemusst haben, was in dieser Welt nicht so viel Sinn machen würde, aber in diesem Paralleluniversum ist es wahrscheinlich verboten, eine eigene Meinung zu haben und diese kundzutun. Ihnen
kam Akta genau zur rechten Zeit zu Hilfe, stellt der Reporter fest. Ein ganzes Jahrzehnt hat sich der Bundestag gegen dieses Gesetz gewehrt. Dann aber haben sie einige kriminelle Strukturen aufgedeckt und ein paar Boulevardblätter sind auf diesen Feldzug eingestiegen, weil sie somit ungeliebte Konkurrenz aus dem Wege räumen wollten. Bei der losgeballerten Breitseite gingen dann auch die parlamentarischen Lobbyisten in die Knie. Mutig, mutig, junger Mann. Kein Wunder, dass sie jetzt in solche Schießereien verwickelt werden. Momentchen. Als Akta das letzte Mal ernsthaft Thema in diesem Buch war, war das doch noch Zukunftsmusik. Wie kann das jetzt mittlerweile schon da sein und Yannix bei seinem Kampf gegen die Rätselmafia, der ganz offensichtlich vor der Handlung dieses Buches stattgefunden hat, helfen? Wie geht das? Ernsthaft? Ich glaube, Herr Escht weiß selber innerhalb von kürzester Zeit nicht mehr, was er da eigentlich zusammenspinnt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber Hauptsache, man kann sich von den eigenen Charakteren die Eier kraulen lassen. Überspringen wir den weiteren Blödsinn und kommen wir zum interessanteren Teil, nämlich dem Inhalt des Datenträgers. Wir hören glasklar, wie ein Mann, vermutlich Angelikas Ex-Partner, eigentlich alles kommentiert, was er und seine Begleitung, also Angelika, so tun. Naja, anders wäre es ja auch blöd. Ich meine, dann wüssten wir ja nachher nicht Bescheid. Dazwischen gibt es netten russischen Dialog. Die beiden befinden sich offenbar in einem super-duper geheimen Archiv, das so super gesichert ist, dass die beiden alles abgeben müssen, inklusive ihrer Klamotten, weil sie könnten ja ein Aufnahmegerät hineinschmuggeln. Zu dumm, dass bei den ganzen Sicherheitskontrollen niemand auf die Idee gekommen ist, Angelika mit dem Radio von MacGyver zu kontrollieren. Man erfährt, dass die beiden offensichtlich hinter historischen Chroniken her sind, die die Nazis während dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich geklaut haben und die nach der deutschen Kapitulation nach Moskau gegangen sind. Und dann hat Carlos, der irgendwie zu unwichtig ist, um tatsächlich einen Namen zu kriegen, den totalen Durchblick. Der Kerl hat ein Mikro und einen Sender irgendwo in seinem Mund versteckt, in einer Zahnkrone womöglich. Und er überträgt seine Wegbeschreibung auf diesen Datenträger im Bauch der Frau. Und wie bitte? Jedes Klack kommt von einem leisen Zahnaufschlagen und steht für jeden gemachten Schritt. Wenn er mit den Lippen plopp macht oder mit der Zunge schnalzt, geht's nach links bzw. rechts. Und bald werden auch Töne für Treppen rauf und Treppen runter folgen. Wirst schon hören, falls sie das Stockwerk verlassen. Ja, und wozu genau hat Angelikas Spirale ein Mikrofon? Hat jemand Herrn Escht glaubhaft machen können, dass die Aufnahmen wahrscheinlich nicht so klingen würden? Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. Эта книга очень плохая. Легко можно догадаться, что есть у меня приятель. Sondern eher so. Эта книга очень плохая. Легко можно догадаться, что есть у меня приятель из почтенного сословия смотрителя. Что мы тут вообще делаем? Jedenfalls ist man sich einig, dass diese Informationen irgendwem verdammt viel Geld wert sein müssen. Und Yannix weiß jetzt, worum es eigentlich geht und warum man Angelika verfolgt hat und erweckt sie versehentlich. Und weil sie jetzt schon mal wach ist, möchte er wissen, wonach man denn gesucht hat. Das hat man zwar vorher gehört, aber wen interessiert's? Denn eigentlich geht es gar nicht um irgendwelche Chroniken, sondern um antike Schriftrollen, die angeblich aus Jerusalem kommen sollen. Yannix beglückt uns mit einem spontanen Vortrag zu diesem Thema, auf den ich allerdings nicht näher eingehen werde. Jedenfalls
darf Angelikas Partner dutzende Fotos von diesen antiken Schriftrollen machen, mit den nackten Händen draufpatschen und irgendwelche Ecken abschneiden. Mal abgesehen davon, dass Herr Esch offenbar überhaupt keine Ahnung hat, wie man mit antiken Dokumenten umgeht. Man hat Angst, sie könnten ein Aufnahmegerät reinschmuggeln, aber eine Kamera ist okay. Das verstehe, wer will. Man schickt sich jedenfalls an, nun auch das zweite Geheimnis der Spirale zu lüften, denn eines ist ja noch nicht spektakulär genug. Bevor es allerdings soweit ist, sinniert Angelika über ihren Stiefvater und ihren Ex-Partner und sie erkennt, dass ihr Ex-Partner nur scharf auf den Verlag ihres Stiefvaters war und ihren Stiefvater deshalb vermutlich noch kurz abgemuxt hat, bevor er mit ihr nach Moskau ist, weil der natürliche Tod eines älteren Herrn ja nicht spektakulär genug wäre. Außerdem erfahren wir, dass Angelika gar nicht Angelika heißt, sondern Marion. Marion Lox. Ihr Vater war der Chef des Lox Verlags, der historische Enzyklopädien vertreibt und irgendwie in dieser ganzen Scheiße mit drin hängt. Mit diesem schockierenden Schluss verabschiede ich mich bis nächste Woche. Haltet die Ohren steif und ciao.